So, jetzt sind wir wieder zurück. Verstanden. Beim 10. Part Metal von the Warfighter. Und ja, mal schauen, was hier jetzt weitergeht. Wir haben ziemlich einen Krach gemacht. Nach einer Höhle. Lass ihn jetzt. Alles klar, auf mein Kommando. Roger. Schieb mich an. Wieso habt ihr auch zwei Filzstecher? Eda 2. Hast du auch zwei? Ja, der hat auch zwei. Ist das ein Nachtsichtgerät oder ein Filzstich? Und hier hat's eine Lampe. Feuer! Hey, 20 Meter! Den habe ich fast nicht gesehen. Mehr Version! 10 Uhr! Hab ihn gesichert. Weiter. Das ist ein Generator im Betrieb. Stunt, schalt den Strom an. Hier, nimm! Okay, ich nehme die Munition. Oh. Ah! Verstanden. Jetzt weiß ich, wieso, dass wir das Nachtsichtgerät mitgenommen haben. Die sehen gar nichts, Noobs. Wir wären jetzt alle blind. Ich gebe dir Deckung. Wenn die jetzt die eine Blinkgranate schmeißen. Kontakt! Bewegung! Abi! Besser immer drauf schießen. Aber das ist doch am Anfang, bei Part 1. War das doch hier die Schießübungsanlage. Ein Flugzeug! Lass er beunruhigen mich, diese Typen! Los! Kontakt! Schütter, PGD! Weiter! Der ist ja hier fast ausgerutscht, dieser Typ. Munition! Hier ist nichts, Mädels. Auch wie das, das sind Nachtsichtgeräte. Aber ich hab gedacht, dass die uns blenden wollen. Secrets ist auch geil. Wie dunkel das die Scheiße ist.
Gib mir Munition, du Penner. Weil wie ich schon gemerkt habe, ich bin nicht der beste Schütze. Moment, Magazinwechsel! Sie beschossen! Ja! Fuhr! 20 Meter! Magazinwechsel! Gesichert! Udo, jede Menge Ziele! Kein PETM! Gib mir Munition! Das Ende und des Unterrichtes. Ende des Unterrichtes. Bin ich einverstanden? Links sichern! Hinten alles klar. Was haben wir? Nun sieh sich das mal einer an. UTPPTDN oder wie das auch heißt. Da bin ich einverstanden, wenn jetzt gleich ein Hubschrauber kommt und da alles hochjagt. Das reicht ja locker, um den halben Berg zu sprengen. Dusty, Voodoo, hey, wir haben das PETN gefunden. Ist ziemlich viel. Und es fehlt sogar noch eine Menge. So langsam setzt sich das Puzzle zusammen. Ihr müsst eine Probe des PETN beschaffen, das Rattenloch ausräuchern und in die Luft kommen. Roger. Okay. Dusty sagt, wir nehmen eine Probe und sprengen das Lager... Was zur Hölle? Ja, wir sind raus, sobald du gesagt hast, es reicht für den halben Berg. Feige Schweine, legen Rauch. Ziel ist mit Rauch markiert. Roger, Rückzug, Luftschlag in Kürze. COT 15 Sekunden. Also ich würde auch rausgehen, wenn er sagt, es würde den halben Berg sprengen hier. Jetzt sprengen wir den ganzen Berg. Dusty, hier Voodoo. Sprich, Voodoo. Lager ist zerstört. Ich sag dir, Alter, wir haben in der Anlage ziemlich krasse Sachen gesehen. Die Kurzversion. Brief das OGA nach der Landung. Also das PETN ist übel, aber wir haben ein Ausbildungslager gesehen. Kleinwaffen, Schießstände, Pappkameraden. So ein Lager ist uns seit darunter nicht mehr untergekommen. Dieser Kleriker hat Ehrgeiz. Alles klar, langsam schließt sich der Kreis. Okay, wie geht's weiter? Zurück zum Bainbridge. Seid wachsam. Haltet euch bereit. Roger, Mako out. Ja, schieß los. Kannst losgehen. Das ist Part 10, nicht Part 9. Bleibt dran, wir haben gerade ein paar wetterbedingte Interferenzen. Oh, kein Signal haben. Und ja, zur Europa-Box 28 mit dem Part 10. Und gleich geht's weiter.